Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für den Notarzt-Talk und ich sitze gerade im NEF und hatte einen Einsatz und das finde ich ganz spannend zu erzählen. Und zwar sind wir berufen worden zu bewusstloser Person an der Bushaltestelle und dort sei eine Frau ja synkopiert, kollabiert bzw. dann bewusstlos und beim Eintreffen von uns hat der RTW schon super gut mit der Reanimation begonnen und weil das Wetter draußen regnerisch und kalt ist, die Jungs hatten auch schon die Patientin in den RTW verbracht. Es war so, dass die Dame ein A-Problem hatte, sprich der Atemweg war gefährdet. Sie hat nicht mehr geatmet zu B, C, sie hatte keinen Kreislauf mehr. Das heißt, sie hatte, erster Rhythmus war ein Bradykard, nennen wir das, also langsamer Herzrhythmus ohne messbaren Puls. Dass wir sofort mit der Reanimation begonnen bzw. weitergemacht haben. Die Dame hatte nach Intubation dann ein CO2 in der Kapno von über 100 und Sauerstoff von 84er Sättigung. Das heißt, es war eine COPDlerin, die offensichtlich an ihrer Hyperkapnie und Hypoxie dann reanimationspflichtig geworden ist. Nach Intubation insgesamt zweimal Supragabe hatte die Dame dann einen wiederkehrenden Kreislauf, was uns sehr gefreut hat. Nach 10 Minuten hatten wir sie wieder. Da die Reanimation schnell begonnen hat und so die Low-Flow-Time nennen wir das, also der Zeitpunkt von Umfallen bis zu Beginn der Reanimation sehr kurz war, besteht also ein gutes Outcome für die Patientin und wir hoffen, dass sie wohlauf ist und haben sie jetzt im Krankenhaus auf der Intensivstation abgegeben und ich werde mich erkundigen, wie es ihr geht und ich freue mich, wenn wir Leben gerettet haben. Da haben die Jungs gute Arbeit geleistet. Also, bis zum nächsten Mal im Notarzt-Talk. Diesmal live aus NEF. Ah, der Montag ist live dabei. Eigentlich wollte er nicht ins Bild. Gut, jetzt ist er da. Guck, da ist er. Feuerwehr Mülheim. Also, bis zum nächsten Mal.